Hey und Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft 1.5.2. Beim letzten Mal haben wir angefangen. Habe ich nämlich versprochen, ich gehe in Nether und finde mit Materialien, die ich haben will. Ich habe mich jetzt umentschieden. Ich wollte euch zeigen, wie der Nether aussieht. Sieht hammermäßig aus. Ich finde die Bäume an der Decke cool. Was ist das da für ein Material da oben? Hier, das ist Tainted Soil, da habe ich eben mal jetzt abgebaut. Aber gleich sehen wir auch nochmal einen Ghast. Lehm, Nether Clay, Heat Sand. Schaut euch das mal an. Das sieht so genial aus. Ghast mit dem Zeug. Ich finde es so super cool. Und das sind Sulfur Clouds. Fragt mich nicht, was man mit den Dingen anstellen kann. 2x2 converts into Sulfur. Ah. So kriegt man Sulfur raus. 2x2. Ah, okay. Das heißt, damit kriege ich halt richtig schön Gunpowder, wenn ich will. Schön, schön. Aber Nether an sich ist schon cool. Was ist das hier für Zeugs? Aschewolke. Kann ich damit irgendwas anfangen? 3x3 gibt... interessant. Boah, es gibt so viele coole Sachen zum Sehen. Von den Pilzen mal abgesehen, die hier noch überall sind. Was sind das hier? Neon Juice. Ah, da ist übrigens das, was ich gesucht habe. Lässt sich übrigens mit der Diamantspitzhacke nicht abbauen. Nicht möglich. Nö, 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 nö. Nicht möglich und deshalb habe ich euch mitgenommen. Das ist einfach so cool hier im Nether. Das sieht so richtig gut aus. Ich muss sagen, in den letzten paar Tagen bin ich von denen noch deutlich mehr begeistert für die irgendwelche coolen ästhetischen Sachen zu finden als von den normalen Sachen. Da drüben ist noch mehr Kobalt. Was wir auch brauchen werden, ist wahrscheinlich dann noch später mal Nether Quartz. Was zum Teufel ist das? Nether Wines? Und Bäume und... Wow, das wird schmerzhaft. Ich will trotzdem wissen, was das hier für ein Holz ist. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht unbedingt direkt im Dingsplan ist. Was ist das? Potash. Apple. Interessant. Oh, davon gibt es Setzlinge. Grizz Chalky Apples. Muss ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Okay, immerhin ein. Das ist auf dem... dieser komischen Erde gewachsen, nehme ich mal ein bisschen was davon mit, nur für alle Fälle. Das ist übrigens Natura, für die anderen, die sich wundern, was ist das für ein komischer Mord. Was ist das für ein komisches Erz, ist jetzt mal eine größere Frage. Ich bin ja kein großer Fan von Lava aus dem Nether nehmen, aber es kann gut sein, dass ich das tatsächlich diesmal an ein paar Stellen machen werde. Aber Nether ohne Lava sieht doof aus, das stimmt. Ist das auch sowas, was ich nicht abbauen kann? Werden wir gleich sehen. Was ist das? Ah, da halt. Genau, lässt sich natürlich auch nicht mit. Ich glaube, das müsste sogar mit Diamant auch nicht erbaubar sein. Wow. Ja, ein World Gen im Nether ist heftig. 3. Ist meine Schaufel im Moment. Ich bin immer gewohnt, dass es 2 ist. Das Zeug kann man gut mitnehmen. Das lohnt sich wenigstens schön. 3, 2. Das kann ich auch mit meiner normalen Spitzhacke abbauen, da bringt mir eine Adalt verschwenden. Nicht Adalt. Eine andere Dingskins halt. Hui. Oh, das nehme ich gerne mit. Kobalt kann ich gut brauchen. Je mehr, desto besser. Wir werden sie in den Massen brauchen, wenn wir da richtig einsteigen wollen ins Geschäft. Aber hier ist so viel von dem Nether Quarz. Ich werde dir mal wirklich alles in der Mining Session ein bisschen mitnehmen. Aber für den Augenblick. Oh, erst wie viel ist hier von dem coolen Zeug. Hatchet. Was ich dran lieb, ist wirklich dieser hohe Speed für Leaves. Das ist einfach so genial. Oh, ich hoffe, ich krieg noch ein paar Setzlinge. Ich hoffe, dass ich ein paar Setzlinge krieg. Wie viel habe ich? 7. Okay. Das ist sogar einiges. Bis jetzt noch kein bisschen Glowstone gesammelt. Egal. Don't care. Ich kann da später was mitnehmen. Ich werde mich dann nachher hochbuddeln zu irgendeinem und dann nehme ich das mit. Das ist noch mein Nether Quartz. Ich nehme es mit, danke so sehr. Ich weiß gar nicht, wofür ich Nether Quartz brauche.
Use. Comparator, ach ja, die Vanillerezepte. Für den Elvery Stabilizer. Für Smoky Quartz. Ah, natürlich Smoky Quartz. Für 8er Increase. Nice. Smoky Quartz ist eigentlich nur eine schwarze Version von einem normalen Quartz. Durch die Stormcraft Add-on hinzugefügt. Also nicht an sich, sondern Stormcraft hat ein Add-on und dieses Add-on fügt es hinzu. Okay. Noch mehr von dem Kobalt. Schön, schön, schön. Was zum Teufel ist das für ein Baum? Komm her. Übrigens, hier gibt es auch die gefährlichsten Creeper. In Nether. Ich muss nur aufpassen, dass ich die nicht anhau, weil das will ich eigentlich nicht haben. Huah! Ich habe eben gesagt... Boah, ist das ein Baum, der explodiert? Nice. Das nenne ich mal einen interessanten Baum. Fusewood. Nether Tree. Explosive Personality. Das ist so nicht ganz das, was ich haben wollte, aber... Oder womit ich gerechnet habe, okay. Jetzt sollte mal was essen, nicht, dass mich nach einem Gas nügt. Das will ich dann doch lieber vermeiden. Noch mehr Nether Quartz. Ist das typisch, dass so viel überall ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es in manchen Welten unglaublich selten ist und in manchen anscheinend sehr, sehr häufig. T/Seed für die Leute, die es interessiert, natürlich noch. Übrigens, es wird kein Modpack geben. Ich habe mal geschaut für die Mod-Permission und Zeugs, aber... Nö. Vielleicht erstelle ich mal wieder eine richtige Liste. Die Mods werde ich auch irgendwann... Ich weiß noch nicht. Mir geht es zu sehr auf die Nerven. Wenn immer irgendwelche Leute fragen, hey, wie geht denn das Modpack? Kann ich deine Minecraft-Jar haben? Natürlich kann man ihn nicht haben. Oh, Magma-Slime! Hey! Das ist einfach... Also... Ich habe eigentlich bei den IDs so gut wie gar nichts geändert. Ich habe eigentlich die Vanilla-IDs hergenommen bei den meisten Mods hier. Wie gesagt, ich habe IC2 und sowas nicht drin. Ah, genau, der Baum. Grows upward down. Das ist eine äußerst seltsame Eigenschaft. Übrigens, die Setzlinge sehen auch so aus dann. Von dem Zeugs. Was auch immer das ist. Fire-Resistant Tree. Ja, ich werde den mal abbauen. Ich will den mitnehmen. Ich denke, dass der cool aussehen dürfte. Habe ich keinen Platz mehr im Inventar oder was? Doch. Aber ich habe es trotzdem nicht mitbekommen. Schade. Oh, ich will den Baum haben. Ich will den haben. Es gibt im... In dem Wald. Wie heißt es? Der kommt auch noch hinzu irgendwann. Da gibt es auch Bäume, die Erze anziehen. Das ist so cool. Hey, da sind hier mega zu drumherum. Ja, kommt oft das mal vor. Boah, der hat einen ganz schön tollen Steve-Kopf auf. Diamantenlock. Wahnsinn, Wahnsinn. Über diese Überkopfbäume. Nice. Also ich skippe mal kurz den Abbau des Baums. Okay, ich hab's abgebrochen. Ich werde von einem Gas beschossen. Das reicht mir dann. Dann will ich nur einen Setzling davon noch haben. Immerhin lassen die sich leicht abbauen, muss ich zugeben. Dadurch, dass die Überkopf wachsen, macht das das super praktisch. Grows on the ceiling. Das ist so seltsam. Ich glaube, man pflanzt ihn trotzdem auf den Boden. Das passiert eigentlich, wenn ich hier reinlaufe. Nix. Ich dachte, ich würde vielleicht suffocaten oder sowas. Okay, da drüben sind so viele von diesen Wines, von denen ich so gerne mal welche gesammelt hätte. Ich habe ja noch nicht mal Glowstone bis jetzt. Da muss ich unbedingt mich mal umschauen. Green Shroom, Ice Shroom, Purple Shroom. So viele Shrooms hier überall. Und noch mehr Bäume, die ich haben will. Nu, das ist ein seltsamer Baum. Der sieht aus, als würde er ziemlich nah an Lava wachsen. Zum Teufel ist das für ein Dings. Duskberry! Das ist Berry! Das ist ein Bärenbusch. Das ist ein kleiner Bärenbusch. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Dinger werden. Das heißt, ich werde unterirdisch schon einen ziemlich großen Bereich dafür vermutlich anlegen dürfen. Wow, 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 das war doof. Duskberry. Berry. A little bit evil, visible night. Ich glaube, wenn ich die esse, kriege ich Blindness und Dark. Oh, die Vision. Night Vision, meine ich.
Wow, Night Vision, cool. In Nether. Eins. Und dann ist sie weg. Schade. War cool. Solange sie gehalten hat. Du die Blindheit am Anfang nervst. Aber okay. Damit muss man leben. Die werden sowieso so coole Sachen machen in den, Dings. Ich bin mal gespannt, ob man die Sachen hier auch allein bauen kann in der normalen Welt oder ob die nur im Nether wachsen. Bin mal gespannt. Ich werde mich da vielleicht sogar auch mal in der Tür reinlesen müssen, dass ich das rausfinde. Ah ja! Vorsichtig mit dem Baum. Wir erinnern uns. Der will nicht gefällt werden. Das ist so heftig. Auch noch mehr Bären. Was auch immer das für welche sind. A bit evil. Slow drive. Skyberry. Ah, langsamer Fall. Nein, das ist ein Ghost Room. Die sind genauso wie die echten Dinger. Das ist ja nice. Ja, ich werde ein bisschen was von den Dingern verlieren. Gute Menge sogar. Weil die halt so doof stehen, aber gut. Das finde ich cool. Wachsen die im Nether? Okay, von denen habe ich fast gar nichts gekriegt. Nether-Erkundung und Lag-Spikes. Aber das ist okay. Es ist ja nur World Gen. Da weiß ich ja, woran es liegt. Ansonsten, inzwischen weiß ich, meistens, wenn es laggt, hat man ID-Konflikte. Also wenn es dauerhaft laggt, heißt es im Normalfall, hey, besser aufpassen, du hast ID-Konflikte. War das der explodierende Baum? Jo, ne, Chalky Apple. Kann ich mit den Chalky irgendwas, Potash Apples, irgendwas machen? Nicht wirklich. Plumbobs habe ich schon. Okay, schauen wir mal noch weiter. Irgendwo wird es bestimmt was Gutes geben. Ein verzaubertes Schwert, das hätte ich gern. Aber ich kann leider nicht drankommen. Zu schade. Ah! Itzi Bitsi Spider! Hallo kleine Spinne, willkommen! Übrigens vorsichtig mit den Viechern. Weil die nämlich... Erstens sollen wir sie viele Lebenspunkte haben. Zweitens einen in Flammen aufgehen lassen. Flamestring. Übrigens, der hat auch Verwendung in bestimmten Verbügen. Fusewood, Ghostwood und Bloodwood-Bäumen. Bows. Ich glaube, die haben eine riesen Reichweite oder sowas. Übrigens, was auch cool ist an der Waffe, die ich habe, die durchdringt Rüstung. Das heißt, wenn ein Gegner gepanzert ist, wie die hier, macht das keinen großen Unterschied. Wozu sammle ich Magma Cream? Vielleicht willst du dich doch mal irgendwann noch Raycraft. Oh, Magma Slimes und Cake Defense, die ist so schrecklich. Stimmt, Cake Defense muss ich auch mal ein Video machen. Ich habe schließlich komplett durchgeschafft allein. Und habe ich dann sogar gealtert. Wow. Nein, du kriegst mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Haha, ekelhaft. Wie gesagt, Vorsicht, die setzen einen in Flammen. Aber der Vorteil ist, die sind riesig. Das heißt, durch einen kleinen Durchgang, der in dem Fall sogar relativ groß sein darf, kommen sie nicht durch. Puh. Boah. Okay, langsam muss ich mal entscheiden, was ich hiermit überhaupt mache, mit dem ganzen Nether-Zeugs. Gravel. Gravel kann man gut brauchen für Crowd, um unsere Autoproduktion zu verbessern. Will ich aber trotzdem wissen, was das für komisches Zeugs ist. Au. Stimmt, ich habe vergessen, dafür brauche ich eine Schere. Ich denke nicht, dass ich Eisen dabei habe. Schade. Und ich liebe immer noch das Fleisch. Fleisch ist eine der besten Nahrungsressourcen, die man haben kann. Auch wenn wir später noch ein paar richtig gute Arten von Fleisch finden werden. Und entschuldigt bitte den Lärm im Hintergrund, ich mache das auf dem Dach. Damit hält man mich nicht auf mit so einer Kleinigkeit. Okay, ich nehme noch ein bisschen Nether Quartz mit und dann muss ich das mal sonst mal auf den Weg zurück machen. Das Drop DP
kein Wunder, wenn ich nachher Level 2000 bin, wenn ich hier auseinander rauskomme. Übrigens, die Geräusche, die die machen, gab es früher mal als Wisp-Sound bei Thorncraft 2. Deshalb denke ich da immer noch, okay, Wisp. Ah, ne, war nur EP. Inzwischen nicht mehr ganz so oft, aber früher hauptsächlich sehr oft. Hey, du! Was ist das für ein Vieh? Keine Ahnung. Wow. Ich stehe in Flammen. Und hier ist nichts. Toll. Du hast mich in die Irre geleitet, kleiner Teufel. Baby-Teufel. Ich will ihn nicht angreifen, ich will ihn nichts angreifen im Mother außer Gast. Gast ist einfach nur wegen ihren Tränen, weil ich die später für ein Safari-Net haben will. Weil mir das immer noch ein bisschen zu gefährlich ist, da viel zu machen mit. Wenn die meist zu weit weg sind. Gast. Hey! Ah, doch eine Schildkröte auf dem Kopf. Ich habe mich schon gewundert, hey, hat der gar nichts auf dem Kopf? Ich weiß, dass die meisten Gast nichts im Kopf haben. Okay. Ich hole Glowstone. So, ich muss nur vorsichtig sein, dass ich mich nicht von dem abschießen lasse. Das Coole ist, im Singleplayer ist das im Normalfall ein bisschen einfacher. Die Dinger zu treffen, aber egal. Das Vieh ist so unangenehm da zum Abschießen. Egal, passt schon. Wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Ich denke, wir können zurückkehren. Wenn das auch nochmal ein interessanter Baum ist. Nein, ich vergesse immer, dass Spinnen angreifen können. Klettern können. Vergisst man so leicht. Ich weiß übrigens gar nicht, wie viele der Köpfe wir schon haben, von denen, die wir sammeln können. Wir müssen schon ziemlich viel Herz haben. Ich will aber trotzdem zu diesem Baum hin. Okay, gehen wir hier durch. Ah ne, hier ging es ja nicht durch. Egal. Trotzdem, kein Problem. Wir können uns rausfinden. Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Ich will trotzdem zu diesem Baum. Baum, du kommst her. So, ab jetzt gibt's hier eine Brücke rüber. Cool, oder? Dann kann ich meinen Baum mitnehmen. Ah, Ghostwood. Das ist auch ein Ghostwood, denke ich. Ghostwood, ja, das ist jetzt tatsächlich das Ghostwood. Oh, das muss ich mitnehmen. Das kann ich hier nicht lassen, das brauche ich nämlich. Dann ist der richtig teuren Materialien. So. Ein Ghostwood-Blatt bis jetzt. Aber ich will trotzdem das Ghostwood mitnehmen. Nether Tree. Pale as Ghost. So. Ja. Oh. Das ist ja ein fieses Tier. Der hat ein Dings auf dem Schädel. Ein Wolf. Normalerweise würde ich ja sagen, tut mir leid, aber ich kann ja nichts machen, aber trotzdem. Ah! Oh nein. Ich muss zurücklaufen. Octobad, try to swim in lava. Das ist nicht gesund. Ich weiß es aber. Oh, und einmal kurz laden lassen. Ja, Chunk Loading ist eine Katastrophe an vielen Stellen. Das ist so ein Baum, oder? Den könnte ich nicht mal mitnehmen. Ich glaube, davon habe ich noch nicht so viel. Ich bin sowieso mal gespannt, was ich alles an Holz farmen kann. Und mir gefällt diese Eisen-Hatchet so gut. Was ist das für ein Holz? Hopseed. Ascendant Glitch. Was? Glitch? Ja, Glitch. Interessant. Äußerst seltsam und verrückt. Gut, nachdem wir das haben, können wir loslegen. Also gut, dann schmelzen wir mal ein. Dann können wir uns gleich mal anschauen, was wir alles an super seltenen Materialien gesammelt haben.
Ich glaube, mit dem Kobold und dem anderen zusammen können wir richtig geniale Sachen machen, an Materialien herstellen, die unglaublich haltbar sind und so. Wo man dann auch die Hände draus macht und was weiß ich nicht alles. Cool wäre es natürlich, wenn man ein Tool hat, das man mit Papier reparieren kann. Auch wenn es leider die Haltbarkeit sehr, sehr reduziert. Ich glaube, das liegt an der Handle, oder? Das wäre eigentlich interessant, das rauszufinden. Ich muss das mal machen. Okay, dann haben wir eine richtig schöne, große Expedition in Nether gemacht. Ich bin übrigens immer noch am Pflanzen der Berry Bushes. Ich habe noch keine Höhle davon gelegt. Das kommt demnächst. Stimmt, ich könnte einen Lava-Core bauen, dass ich meine Sachen automatisch einschmelze. Ah ja, genau, ich habe hier hier ein bisschen Gold und ein bisschen Eisen drin. Total vergessen. Die habe ich vorher angeschmissen, bevor ich los bin, und dann nicht mehr rausgeholt. Das ist ein Goldblock. So, zwei Goldblöcke müssten drin sein und dann noch zwei Eisenblöcke. So viel sind zwei Blöcke. Aber ich kann in der Zwischenzeit natürlich mal, während es da rausfließt, das ist den umwandeln. Mein ganzes Zeug einlagern, das ich gesammelt habe. So viel Schmarrn. Ich werde sowieso irgendwann vergessen, was ich alles da habe und dann später. Keine Ahnung. Ah, ich wollte die Bären nicht wegsortieren. Berry, Berry. Ich glaube, ich habe noch eins über. Hab noch so ein paar da reingeschmissen. Berry Bush, Berry Bush. War das alles? Ich glaube, ein Einser war noch irgendwo, oder? Das war noch drin. Okay, ich hab's. Gut, passt. Das sind schon Busch, 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 Busch. Passt schon. Ich kann hier mich hier noch reinlegen. Dann... Man sieht, das ist jetzt Eisen. Ah, genau, ich wollte meinen Guidebook holen. Materials. Das hier. Recipes. Zwei Ardite und zwei Kobalt gibt man Nylium. Ich glaube, das ist das beste Material, das man haben kann. Okay, das heißt, ich bräuchte also... Das hier und Manylium, oder? Wo habe ich das? Das war dieses komisch aussehende Zeugs. Das war verkehrt. Ich brauche zwei von den Dingern und dann bringe ich nur zwei von denen. Und dann kriegen wir da richtig schöne Barren raus. Ich glaube, dass die aber Ewigkeiten brauchen, um zu schmelzen. Und bis dahin dürfte das Eisen abgelaufen sein. Schön. Block of Eisen, Block of Iron. Huch. Kann man die Sachen damit reparieren, oder was? Kann das auch mal reintun? Interessant. Kann man da Glas reintun oder Sand? Ausprobieren. Das wäre natürlich interessant. Müsste Glas haben. Schauen wir mal, ob man ein Glas da reinschmeißen kann. Nö. Aber Sand vielleicht? Wäre jetzt so meine erste Idee. Sand? Kann man da Sand reintun? Ah, das wird doof. Passt. So geht das raus. Okay. Das. Okay, ich wollte die Mischung aus den beiden Sachen haben. Boah, gleich schmelzen die Sachen und wird so richtig cool. Flüssigkeit wird so cool aussehen. Problem wird nur sein, dass der ja noch länger braucht. Aber okay. Sieht halt so aus, wie es im Moment ist. Es ist nicht viel. Aber es sollte reichen. Stimmt, dann können wir uns das andere Buch, das Material-Buch, raussuchen, das rote. Von dem anderen haben wir schon massenhaft. So, Materials in You. Wood, Stone, Iron, Flint. Bone, das ist 0,8. 1,3 ist Alumite. 2,0 ist Slime. 0,3, 1,752 durch Ardite. 2,5 durch Manylium. Okay. Mining Level 5 Manylium.
Base Attack 2 Hearts, Mining Speed 9. Ich glaube, das ist so ziemlich das Beste, was man dann machen kann. The Nether Alloy, Stronger Than Diamond. Hat es irgendwelche, aber es hat keine Fähigkeiten, das ist das Doofe. Reinforced 1, Reinforced 2. Type Single Use. Okay, adding a diamond to the edge of the tool seems to make it more resilient. 500 extra durability. Mining level increased to level 3. Ah. Das heißt, ich kann damit Obsidian wahrscheinlich meinen oder so. Immer halt auf 2. Redstone gibt Speed Boost. Mit 25 Speed Boost ist 2, equivalent to a heavy level tool. Das ist interessant. Das ist auch cool, aber sehr, sehr langsam. Autosmelt, Luck, Sharpness. Das ist cool. Less effect on a tool with piercing properties, okay. Fiery. Oh, nice. Multi-use, mehr Chancen. Necrotic hier. One heart per bone. Silky. Ah, ja, Silk, das ist Silk Touch. Electrical, wenn ich noch einen additional modifiers. Aber normalerweise gibt's auch eins Grinding und das was nicht. Und das hier will ich auf jeden Fall machen. So, inzwischen dürft's geschmolzen sein. Immer noch nicht. Das ist ja lahm. Die werde ich dann natürlich alles mal pflanzen und dann sich herausfinden, wie groß sie wachsen können. Ich glaube, dass sie zum Teil durch Natura kommen und zum Teil auch nicht. Stimmt, ich weiß, was ich gemacht habe. Ich wollte vorhin einen Computer bauen. Eine Kiste. Und jetzt brauche ich natürlich noch ein wenig Eisen, 7 Stück, um es genau zu sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich finde es so praktisch, das Storage-Ding. Oh, nice, jetzt haben wir das alles schön und gut. Okay, viel kriegt man nicht raus. So, andersrum. Turtle, jetzt will ich nur wissen, ob ich meine Diamantspitzhacke wirklich hernehmen kann. Kann sie das? Diapick? 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 Ah, da ist sie doch. So, schauen wir doch mal. Nö, natürlich nicht. Okay, jetzt bräuchte ich einmal ein Toolhead. Ich weiß nicht, ob man die mit den Dingern formen kann oder ob man die durch das andere Zeug suchen muss. Das hier? Ja. Pickaxe Head. Toolbinding und Rod. Ich weiß, das ist nicht unbedingt das allerbeste, aber okay. Octas Pick. Werden wir die einfach mal, gehen ein bisschen oben unten hinzu und sagen Octas Pick. 2,5 Herzen Schaden, 9 Mining Speed, Mining Level Manillium. Okay, schön. Moment, wie konnte man nochmal einen Modifier hinzufügen? Das ging doch irgendwie jetzt mit Gold und Diamant, oder? Aber ich will eigentlich ein bisschen eine Haste brauchen, nicht unbedingt. Was ich bräuchte, wäre Lapis. Mehr Lapis ist nicht da, okay. Dann werde ich mal so viel wie möglich davon. Hier rein umwandeln. Und dann mal da draufhauen. Einfach, dass ich Fortune auch noch krieg. Du wirst mal gelagert. Ja, für den Augenblick mal hier. Lapis wäre natürlich auch eine gute Pflanze. Lapis-Block. Und es gibt Luck. Übrigens, ich denke, es müsste theoretisch auch möglich sein, zwei auf einmal anzubringen. So. Mit Luck haben wir schon mal Fortune ein wenig. Wie viel, das wäre natürlich interessant, mal zu wissen, wie viel das ist. Schauen wir doch mal nach. Increase,
Increased level at maximum threshold. Wow. Increased level of max. Okay. Sometimes add extra luck to the tool. Okay, das heißt, man muss es tatsächlich auf ein hohes Level bringen, dass es wirklich was bringt. Aber naja, schon mal etwas. Das heißt, wenn man das auf Maximum bringt von 450 Lapis? Holy cow, sind die verschwenderisch damit. Okay, ich denke, wir haben aber dann genug für heute gemacht und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin wünsche ich viel Spaß und wir sehen uns. See ya, Leute, und bye bye.